wunderschönen guten Tag hier aus Manila. Ich zeige euch jetzt unsere Wohnung. Wir sind hier gestern angekommen. Ja, yeah, hier, das ist unsere Wohnung. Schaut ein bisschen aus. Martina hat wieder mal nicht zusammengeräumt, wie immer. Hallo. Die macht sich gerade fertig. Wir zeigen euch nämlich heute ein bisschen Manila. Das ist unsere Wohnung, das ist unser Bett. Schaut ein bisschen aus. Und wir haben auch einen Balkon. Und der Ausblick hier in Manila ist der Wahnsinn. Ja, ich würde sagen, die schönste Skyline, die wir bisher gesehen haben, nicht. Das hier ist Manila, Ausblick auf die Straße. Das, was man bisher so gehört hat, hat sich bisher bestätigt. Und jetzt fahren wir in das drittgrößte Shopping Center der Welt. Das ist hier nämlich auch in Manila. Jetzt nach ein paar Minuten Fahrt hier an der SM Mall of Asia angekommen. Martina ist auch schon da. Ja, die Mall befindet sich hier irgendwie in einem Büroviertel. Es ist viel moderner als die anderen Stadtviertel, die wir durchgefahren sind. Und es ist wohl eine Riesenmall. Ich bin gespannt. 500 Stores sollen drin sein. 500 Stores. Martina ist im Shopping. Hast du deine Kreditkarte dabei? Das ist jetzt die drittgrößte Mall der Welt und die größte Mall, in der ich persönlich bis jetzt war. Die zwei größeren, die es noch gibt, die sind in China. Jetzt gucken wir mal. Auf den ersten Blick sieht sie gar nicht so groß aus, aber wer weiß, wie weitläufig dieses Ding ist. Wir sind jetzt hier gerade in einen Supermarkt gekommen, der ist riesig und ihr kennt das ja, in Deutschland gibt es so drei Kassen. Wir sind jetzt die 36 und da drüben geht es noch weiter, also so um die 50 Kassen und alle besetzt. Aber die Regale sind voll niedrig. Gib ihm, Martina Chopin. Hier, na warte. Wir sind jetzt schon ein gutes Stück weitergelaufen. Und stellt euch vor, das ist ein Komplex. Es gibt insgesamt drei, die ineinander laufen. Keine Ahnung, wie das so funktionieren soll. Die Sache ist, wir laufen und sie schaut irgendwie nicht groß aus, aber sie endet auch nirgendwo. Also wir haben noch kein Ende gefunden. Wir haben auch noch nicht irgendwie so eine Haupthalle oder so gefunden. Es zieht sich einfach. Es sind Gänge endlos, verschachtelt, Treppen hoch, Treppen runter. Und auf den Seiten die ganze Zeit Läden. Jetzt sind wir im Technikflügel angekommen. Ja, was das Herz begehrt, würde ich sagen. Wem absolut die Ideen ausgehen, was er auf den Philippinen denn noch machen könnte, der kann hier Schlittschuhlaufen gehen. Außerdem gibt es hier im Obergeschoss eine große Food Hall. Für Vegetarier ist allerdings hier wieder ein bisschen schwierig, wie bis jetzt eigentlich überall auf den Philippinen. Abgesehen von den Touri-Hotspots, wo dann so diese typischen Hipster-Lokale sind. Da kriegt man dann auch vegetarisch und veganes Essen. Ansonsten in den Städten, ja, muss man suchen. Ein typisches Ding hier in Manila sind diese lustigen zusammengezimmerten Busse. Ja, da ist schon mal so, ja, sind schon irgendwie süß die Dinger. Steckt man irgendwie an auf und fährt damit, ist so Hop-on, Hop-off-Bus. Halt für Einheimische günstig und alle haben irgendwie Fiber-Nummern und die scheppern und sind laut wie die Sau. Street Food. Obst kaufen. Jetzt sind wir gerade an der Hafenstraße, also die hier am Wasser direkt entlang führt. Das ist hier auch eine der Hauptverkehrsstraßen. Wie ihr seht, sind da auch relativ hohe Häuser entlang. Breite Straße und hier kommt das Meer. Falls ihr euch ein bisschen an Panama-Stadt erinnert, vorkommt, ich auch. Jetzt vor dem Dr. Rizal Monument. Dr. Rizal war einer der wichtigsten Personen hier auf den Philippinen. Das Denkmal wurde 1913 errichtet. Dr. Rizal war ein Schriftsteller, Freimaurer und Arzt und seine philosophischen Gedanken waren quasi Basis für die Unabhängigkeit der Philippinen. Ist halt ein Denkmal, wo zwei Soldaten auf Wache stehen. Den Job würde ich nie machen wollen bei der Hitze, hier in der Sonne stehen. Wir gehen hier gerade zur Parallele der Strandpromenade.
Und hier gibt es einen mega Fahrradweg. Also wirklich, wenn man in Deutschland solche Fahrradwege hätte, ich würde es feiern. Aber hier in Manila gibt es einfach keine Fahrradfahrer. Das ist... Er hat bis jetzt 3 Fahrräder in der kompletten Stadt gesehen. Und das sind so Rikschas gewesen. Also, bisschen fehl am Platz. So, wir sind jetzt am Fort Intradamus oder Fort Santiago angekommen. Wir gehen jetzt quasi in den Innenbereich. Das war hier so das, die erste Station, als man hier in, auf die Philippinen ankam. Und hier gehen alle einen auf den Sack. Ein Problem hier in Manila sind die ganzen armen und bettelnden Kinder. Es ist echt hart, sich das anzusehen. Wir werden jetzt auch noch irgendwie ein paar Lebensmittel kaufen und den Kindern das geben auf dem Rückweg, weil ja, ist schon hartes Pflaster. Also Manila ist sozial gesehen bisher eins unserer Tiefpunkte auf unserer Reise. Und das ist nach Jamaika und Kuba. Hier ist schon sehr viel Armut. Jetzt stehen wir vor der Kathedrale von Manila. Hier ist auch wieder ein kleiner Park. In der Kathedrale war auch schon mal der Papst da. Ist ein bisschen Kunst. Und erst drum geht wieder das Chaos der Stadt weiter. Wir sind jetzt am Fort Santiago angekommen. Kostet jetzt pro Person 75 philippinische Pesos. Das sind ungefähr 1,50 Euro. Und jetzt suchen wir mal den Eingang und gehen da mal rein. Für diese Fort muss man sich in eine Schlange stellen, dass man ein Ticket kriegt. Aber wenn man schon mal da ist, guckt man sich das auch an, ne? Das ist jetzt die Kasse. Hier steht auch, man soll einen Meter Abstand zu anderen Leuten halten wegen Coronavirus. Klappt irgendwie nicht so richtig gut. In diesem Fort ist erstaunlich viel los. Also richtig viel los. Jetzt hier in die Baluarte Francisco Javier ein. Die wurde gebaut, um Intramuros, also quasi den Innenstadtteil von Manila, gegen Angriffe aus Richtung Meer zu verteidigen. Das große Problem war, sie hatten es dann gebaut, Angriffe hat es soweit standgehalten, aber dann kam Erdbeben und dann war das Ding schon wieder kaputt. Die haben es dann wieder neu aufgebaut. Es hat dann unter anderem den Amis mal zeitlang gegen die Japaner geholfen und das sind jetzt noch die Überreste, die man sieht, die sämtliche Kriege und Erdbeben ausgehalten haben. Da hätten sie den Baustil der Peruaner gebraucht. Das Ding hält. Und wie man bereits aus Kinderfilmen lernt, braucht eine ordentliche Burg einen Wassergraben. Und die Kinder versuchen sich da, glaube ich, gerade selbst drin zu ertränken. Genau. Wassergraben, fort. Jetzt geht's ins Herzstück des Fort Santiagos. Wir schreiten durch die Tore in Richtung Plaza de Armas. Dann sind wir auch schon drin. Wir sind im Inneren des Forts. Also das Fort hier wurde von den Spaniern gebaut, wurde dann gebaut und 3 Jahre später haben die Chinesen angegriffen und das ganze Fort ist gleich mal abgefackelt. Das ist dann wieder ausgebaut, diesmal aus Vulkangestein, deswegen, wenn man sich das umguckt, sieht man, dass es ja, sehr dunkel. Da es von den Spaniern ist, hoffe ich, dass hier irgendwo ein Tapas-Restaurant ist. Weil das Essen hier auf den Philippinen ist halt echt schlecht. Sind wir am obersten Punkt des Forts. An der Spitze zum Fluss. Hier wurde übrigens Gewürzhandel betrieben zwischen Amerika und Europa. Faszinierend, oder? Hier auf dem Gelände ist auch ein José Rizal Museum. Der philippinische Freiheitskämpfer und Philosoph hat hier seine letzten Tage vor seiner Erschießung verbracht. Kann man sich mal angucken, ist ganz interessant. Es sind sehr viele Poster, aber auch ein paar ganz schöne Stücke, so Möbel und Fotos aus der Kolonialzeit. Genau, filmen darf man in der Ausstellung leider nicht, deswegen jetzt keine Bilder. So, wir haben euch jetzt so ein paar Sachen aus Manila gezeigt. Entschuldigung für die Lautstärke, die Straßen hier sind einfach enorm laut. Was man ehrlich sagen muss, die Stadt ist nicht wirklich schön, ja. Es ist viel mit Armut, man sieht sehr viele Menschen auf der Straße sitzen, die betteln. Viele Kinder, es ist echt ein Pflaster, das man nur ungern besucht.
Was man auch noch sagen muss, die Sicherheitslage in Manila ist nicht so super. Wenn man die Statistiken anguckt, hier passiert schon relativ viel Scheiße. Es ist auch die Drogenkriminalität hoch. Der neue Präsident versucht es zu bekämpfen, aber es ist eine nicht so einfache Sache. Daher sollte man so ein paar Dinge, sag ich mal, recht achtsam betrachten, so wie zum Beispiel Taxis. Wir sind jetzt nur mit Grab unterwegs gewesen, weil man einfach sieht, dass der Grab-Fahrer, wie lange er dabei ist, wie viele Bewertungen hat, wie gut er bewertet wurde. Aber es soll auch vorkommen, dass Taxis Hijacking betreiben, also von Betrug, Erpressung, alles Mögliche. Ansonsten waren wir jetzt nachts nichts unterwegs, ja, nur so zur Dämmerung, weil auch unsere bessere Gegend laut unseren Host nicht dazu geeignet ist, nachts auf den Straßen rumzugehen. Es ist natürlich jetzt wieder Geschmackssache, es ist auch wieder, es kann nichts passieren, es kann was passieren, aber wir haben uns in Manila nicht wirklich wohl gefühlt. Es ist eine recht laute, dreckige Stadt, es riecht an vielen Ecken nach Urin und es ist laut. Von daher unser Tipp, Manila vielleicht als Transit nutzen, aber nicht wirklich als eigenes Reiseziel.